Angeblich kann man mit Hilfe eines Aufzuges in eine andere Welt reisen. So verrückt es auch klingt, es gibt sogar eine Anleitung dazu. Hallo zusammen. Der Fairness halber habe ich heute wieder eine wichtige Bitte für euch. Folgt mir alle auf Twitter unter www.twitter.com/mythenakte. Dort poste ich oft Dinge zwischendurch, die ich nur auf Twitter poste, also lohnt sich auf jeden Fall mir dort zu folgen. Würde mich freuen und danke für die Unterstützung. Nun zum eigentlichen Video. Dieses verrückte Ritual kommt natürlich mal wieder aus dem asiatischen Raum, diesmal aus Korea. Laut einer koreanischen Website soll dies ein totaler Trend dort sein. Eine Art Mutprobe. Vergleichbar mit der Bloody Mary zum Beispiel. Nur einfach viel gruseliger und verstörender. Denkt daran, dieses Ritual oder Spiel ist wie ihm angeblich sehr gefährlich und wird unter eigenem Risiko durchgeführt. Man kann dieses Spiel nur alleine spielen und man benötigt ein Gebäude mit mindestens 10 Stockwerken und einem Aufzug. Befolgt folgende Anweisungen. Geh in dein ausgewähltes Gebäude und geh in den Aufzug im ersten Stock. Alleine. Es darf sonst niemand im Aufzug sein. Dann drücke den Knopf für das vierte Stockwerk. Wenn der Aufzug das vierte Stockwerk erreicht hat, steig nicht aus. Lass die Türen wieder schließen und drücke den Knopf für das zweite Stockwerk. Wenn du im zweiten Stock bist, bleib im Aufzug und drücke den Knopf für das sechste Stockwerk. Wenn du im sechsten Stock bist, bleib im Aufzug und drücke den Knopf für das zweite Stockwerk. Wenn du im zweiten Stockwerk bist, drücke den Knopf für das zehnte Stockwerk. Wenn du im zehnten Stockwerk bist, drücke den Knopf für das fünfte Stockwerk. Wenn du im fünften Stock bist, wird wahrscheinlich eine junge Frau in den Aufzug steigen. Schau sie nicht an. Sprich nicht zu ihr. Sie ist nicht das, was sie zu sein scheint. Drücke auf den Knopf für das erste Stockwerk. Wenn der Aufzug beginnt hochzufahren zum zehnten Stock, kannst du weitermachen. Wenn der Aufzug aber tatsächlich runter in den ersten Stock fährt, dann steige so schnell wie möglich aus, schau nicht zurück und sprich nicht. Wenn du den zehnten Stock erreicht hast, hast du die Wahl, ob du im Aufzug bleiben willst oder aussteigen willst. Wenn du dich entscheidest auszusteigen und wenn dich die Frau fragt, wohin du gehst, antworte ihr nicht und schau sie nicht an. Du kannst ganz leicht herausfinden, ob du dich in einer anderen Welt befindest. Es gibt allerdings nur einen einzigen Hinweis. Du bist die einzige Person in dieser anderen Welt. Du wirst auf keine anderen Menschen treffen, außer höchstens auf diese Frau. Und wenn du sonst noch irgendwo anderen Menschen begegnest, bist du noch in der realen Welt. Doch wie gelangt man nun zurück? Wenn du im 10. Stock im Aufzug stehen bleibst, drücke auf den ersten Stock. Wenn der Aufzug nicht runterfährt, probier es einfach weiter. Drücke ganze Zeit den Knopf, bis der Aufzug in den ersten Stock fährt. Wenn du dann im ersten Stock bist und sich die Türen öffnen, verlasse so schnell wie möglich den Aufzug, schau nicht zurück, sage nichts. Wenn du im 10. Stock aussteigst, gelangst du wie folgend zurück. Du musst zu demselben Aufzug zurückkehren, mit dem du gekommen bist. Dann musst du dieselben Stockwerke abfahren, wie zu Beginn. Du solltest dann am Ende im 5. Stock landen. Wenn du im 5. Stock angelangt bist, drücke den Knopf, um in den ersten Stock zu gelangen. Der Aufzug wird wieder beginnen, in den 10. Stock zu fahren. Drücke alle möglichen Stockwerke, um das zu verhindern. Du musst es schaffen, dass du irgendwo stehen bleibst, bevor du im 10. Stock bist. Danach kannst du den ersten Stock fahren. Wenn du den ersten Stock erreicht hast, überprüfe ganz genau deine Umgebung. Wenn dir etwas seltsam erscheint, auch nur das kleinste Detail, dann steige nicht aus dem Aufzug. Wenn du irgendetwas entdeckst, das dort nicht hingehört, oder dir die Welt irgendwie anders oder seltsam vorkommt, wiederhole die Stockwerkabfolge, bis du wieder im 5. Stock bist, und fahre nochmal in den 1. Stock. Mach dies so oft, bis du dir hundertprozentig sicher bist, wieder in der wirklichen Welt zu sein. Dann kannst du den Aufzug sicher verlassen. Ein paar Zusatzinformationen. Wenn du die andere Welt erreichst, wird das Stockwerk, abgesehen von keiner Menschenseele, ganz ident aussehen, wie das Stockwerk in der realen Welt. Du kannst dich aber an zwei Dingen ganz sicher orientieren. Es werden keine Lichter eingeschaltet sein und du kannst auch keine Lichter einschalten. Und wenn du aus dem Fenster schaust,
wirst ein rotes Kreuz in der Entfernung sehen. Manche sagen, elektronische Geräte wie Handys, Kameras, MP3-Player etc. funktionieren nicht in der anderen Welt. Andere wiederum sagen, sie funktionieren. Zurück in die eigene Welt zu gelangen, ist vielleicht etwas schwieriger als du denkst. Du verlierst vielleicht die Orientierung und vergisst, in welchem Aufzug du angekommen bist. Der richtige Aufzug erscheint dir vielleicht weiter weg als vorher. Wenn du dich ein bisschen umsiehst, bleib aufmerksam und bei klarem Verstand. Versuche, deine Sinne nicht trüben zu lassen. Solltest du aus irgendeinem Grund ohnmächtig werden, falsch aussteigen oder irgendwie anders dein Bewusstsein verlieren, wirst du wahrscheinlich bei dir zu Hause aufwachen. Beachte ganz genau deine Umgebung. Dir wird auffallen, dass dies nicht die wirkliche Welt ist. Versuche dort wieder das Gebäude mit dem Aufzug zu gelangen, um die Welt zu verlassen. Und nochmal eine Warnung für die Frau im 5. Stock. Sprich nicht mit ihr und schau sie nicht an. Falls du es doch machst, wird sie sich vielleicht entscheiden, dich für sich zu behalten. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, das ist alles wirklich so möglich? Dann schreibt jetzt wahr in die Kommentare. Oder denkt ihr, das kann nicht wirklich funktionieren? Ist nur eine normale Mutprobe. Dann schreibt jetzt Fake in die Kommentare. Und würdet ihr so etwas jemals selbst ausprobieren? Also ich auf jeden Fall nicht, auch wenn nur eine 1%ige Chance besteht, irgendwie dann in einer Parallelwelt oder in einer anderen Welt, wie es heißt, gefangen zu sein. Riskiere ich das bestimmt nicht. Vor allem, stellt euch vor, ihr fahrt ganz Zeit alleine mit dem Aufzug herum. Theoretisch müsste man dies auch noch nachts machen, da sonst untertags leichter fremde Leute einsteigen könnten und das Ritual unterbrechen. Also ziemlich creepy. Würde ich eindeutig nicht machen, aber wie sieht's da bei euch aus? Wenn euch so eine Art Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, folgt mir unbedingt auf Twitter, um keine Infos mehr zu verpassen, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard, links gelangt ihr zum Midnight Game, dort könnt ihr auch ein creepy Ritual um Mitternacht ausführen, und rechts gelangt ihr zu Alleine Verstecken spielen. Dort könnt ihr angeblich alleine mit einem Stofftier Verstecken spielen. Viel Spaß!